Hallo und herzlich willkommen zurück zum Opa und zu The Whispered World, zur zweiten Folge. Und ja, wir waren hier stehen geblieben, wir haben mit dem Opa gesprochen, der hat uns etwas über den Herbstwald erzählt. Und jetzt möchte ich die Albträume und Visionen... Was weißt du über Albträume und Visionen? Ich weiß genug darüber, dass ich mir nicht anmaße, eine Meinung dazu abzugeben. Nur echte Orakel können Träume deuten. Und auch nur sie können dir sagen, ob es sich um eine Vision handelt. Ich dachte auch einmal, ich hätte eine Vision, weißt du? Ein Engel erschien mir und sprach, dass meine Hose dir einst die Welt retten wird. Ich war so aufgeregt, ich machte Pilgerfahrten, scharte Jünger um mich und veranstaltete Gottesdienste. Und das ohne jemals die Hose zu wechseln. Oh. Schließlich offenbarte mir eine Zigeunerin, dass alles nur ein Albtraum war. Oh je, Ben, du kannst dir kaum vorstellen, wie sehr ich mich geschämt habe. 5 Jahre Kloster und das Ganze nur wegen eines Peperoni-Auflaufs vor zum Bett gehen. Oh, aua, das tut weh. okay, also, wie war das nochmal? Also, seine Hose wird, sollte angeblich, die Welt retten. Aber dann kam eine Zigeunerin und hat ihm gesagt gehabt, dass es nur ein Albtraum wäre. Aber wo ist der Sinn und Zweck dahinter? Ich glaube, da steckt noch viel mehr. Weißt du was? Ich schlage es einfach weißt selber was? Nach. Weißt du was? Ich schlage es einfach selber nach. Ja, sicher ist sicher. Ich wirke zwar noch immer sehr klar im Kopf, aber manchmal geraten mir doch hier und da ein paar Details durcheinander. Sag mal, Opa, du hast doch viel erlebt. Ha! Das will ich meinen. Frag mich ruhig so viel wie du nur tragen kannst. Weißt du was? Okay. Ich schlage es einfach selber nach. Ja, ich wirke zwar noch immer sehr klar im Kopf, aber manchmal geraten mir doch hier und da ein paar Details durcheinander. Bis später. Bis später. Kopf hoch, Ben. Cedric. Alter. Mann. Naja, also viel hat er uns jetzt nicht zu sagen. Können wir denn, wir können die Tür hier auch öffnen. Mal gucken, was gibt's denn? Komm, gehen wir mal rein. Hier ist ein Frosch im Glas. Roh? Du sollst ihn ja nicht essen. Opa hatte schon immer ein Herz für Tiere. Ja, das sieht man. Die Frösche sind eingequetscht. Ich lass ihn lieber da drin. Ihn durch den Flaschenhals zu friemeln, wäre sicher kein Spaß. Für uns beide nicht. Das sieht richtig merkwürdig aus. Hier, ich weiß gar nicht, was das sein soll. Aber es sieht so aus, als wären das irgendwie solche Raupen, die sich vorwärts schlängeln. Was haben wir hier? Können wir das Gebiss mitnehmen? Oh. Das sind nicht seine dritten, sondern bereits seine fünften. An den letzten beiden war der Holzwurm. Und hier ist es auch nur noch eine Frage der Zeit. Igitt! Das nehme ich garantiert nicht in den Mund. Es ist weder meine Größe noch meine Geschmacksrichtung. Oh, hier ist ein Haarnetz. Kennen wir das, Ja, lecker. Es geht doch nichts über das belebende Gefühl von Läusen, die zwischen den Zähnen hin und her krabbeln, nicht wahr? Igitt! Opas Haarnetz. Er benutzt es immer, wenn seine Haare nicht nass werden sollen. Zum Baden, zum Kochen und zum Schlafen. Was? Können wir es mitnehmen? Ja, können wir. Was haben wir denn? Wir haben hier Notizen, Rezepte. Können wir die mitnehmen? Tja, das sind tatsächlich ganz normale Rezepte. So viel zu meiner Theorie, dass Opa nach einer Anleitung zum Köderfischen kocht. Opa kocht mit viel Enthusiasmus, aber leider mit wenig Talent. Vielleicht sollten wir tatsächlich darüber nachdenken, einfach gleich das Kochbuch zu essen. Das würde uns allen einiges ersparen. Ja, was ist mit dem Rezept? Du Opa, von wem hast du eigentlich die ganzen Rezepte? Das ist ein Geheimnis, Junge. Aber eins darf ich verraten, sie sind sehr wertvoll. Also bring sie bitte nicht durcheinander. Das habe ich den Sumpftroll versprechen müssen. Sumpftroll? Ich hoffe, wir begegnen keinen Sumpftroll. Können wir diese Kochen ist mitnehmen? Opas Aufgabe, nicht meine. Nicht, dass ich mich nicht angeboten hätte. Aber Ben wollte es nicht. Da kann man mal sehen, was für eine schlechte Meinung er von mir hat. Ich meine, Petroleumsuppe.
Hallo? Ja, das klingt nicht gerade lecker. Hier haben wir ein Augenglas. Unerreichbar, wie so vieles. Oh. Hier ist ein Kessel. Können wir denn nicht irgendwie, Lieber nicht. Das Regenwurmblut muss noch für den ganzen Winter reichen. Als wir den Vorrat letztes Mal auffüllen mussten, lag Schnee. Es war die Hölle. Okay. Ja, ist ja auch ziemlich... Hier ist immer noch ein Kessel. Hier ist ein Kochbuch. Opa kocht mit viel... Vielleicht sollten... Ja, das würde uns... kennen wir schon. Das haben wir schon angeklickt. Was können wir hier denn... Kochbuch, das haben wir... Hier haben wir das... Taschenbuch. Hier ist noch ein Taschenbuch. Tut mir leid, aber das nehme ich nicht in den Mund. Ausgehend von der Basis, dass sich Opa darin bereits die Nase geschneuzt hat. Okay. Können wir das mitnehmen? Und wie? ich erzähle das nochmal mit der Leertaste. Wenn wir die gedrückt halten, sehen wir die Hotspots. Und das hatte ich ja schon in der ersten Folge erklärt. Wenn diese Hotspots, die blauen hier, die leuchtenden Dinger, die zeigen uns an, was wir noch zu erledigen haben. Und ich weiß gar nicht, warum er uns das alles noch anzeigt. Wir haben es doch schon gemacht. Den Kessel. Vielleicht sollte ich Spot zuerst probieren lassen. Ist schon gut, Spot. Ich mach doch nur Spaß. Scheinbar ist das Opas neueste Kreation. Petroleumsuppe. Schwer bekömmlich, leicht entzündlich. Und außerdem eine Gefahr für alle niedrig fliegenden Vögel der Umgebung. Autsch, heiß. Ja. Autsch, heiß. Ja, das hätte ich nicht gedacht. Was ist denn mit der Tür? Können wir die zumachen? Ja, aber ich möchte... aha, tricky. Hier ist ein Korken. Ich entkorke keine Flaschen mehr mit den Zähnen. Das mit dem bemalten Stein war wirklich ein fieser Trick von Ben. Verkorkst trifft verkorkt. Oh. Nehme ich mit. Gut, wir können es also doch mitnehmen und mal gucken. Ich öffne wieder die Tür und mal gucken, vielleicht gibt es... Was haben wir denn hier eigentlich? Wir haben einen Korken, ein Taschentuch, ein Haarnetz, was übrigens aussieht wie ein Seil, ein Zettel, eine Schaufel, ein Gebiss. Mit dem Opa haben wir schon gesprochen. Können wir in den Wald? Ja, können wir. Wo willst du hin? Ich wollte mich ein wenig im Wald umgucken. Verlauf dich nicht. Keine Sorge. Was für ein Arsch. Na gucken, mal sehen, was uns im Wald... Aber... Hä? Das hätte ich dir gleich sagen können bei deinem Orientierungssinn. Okay, wir können hier nochmal rein in den Wohnwagen. Gibt es denn hier eigentlich noch was? Mach mal die Tür zu, sonst sehe ich kaum was. Wir haben hier einen Teppich. Hallo, bist du wirklich tot? Oder schläfst du nur? Man kann sich da gar nicht sicher genug sein. Ich glaube, er ist tot. Dieser Teppich erinnert mich an einen der grundlegendsten Mechanismen unseres Lebens. Ganz egal, was du erreicht hast, egal wie groß deine Pranken und wie scharf deine Zähne sind, du kannst immer noch als Fußabtreter für eine Gruppe Zirkusclowns enden. Das... Oh, wir können hier die, können wir die mitnehmen? Die war lose dran oder hat er das jetzt kaputt gemacht? Wir haben hier noch einen Bärenkopf. Aha! Schlüssel! Ganz schön knapp. Das wird mir Ben büßen. Ich hätte dabei draufgehen können. Okay. Hier ist noch was. Können wir das anlecken? Ben? Ja? Hast du diesen Zettel hier hingehängt? Ja, das ist eine Anleitung für deinen Kanonenrohrtrick. Mein Kanonenrohrtrick? Genau.
Für irgendwas musst du ja gut sein. Und Opa ist langsam zu alt dafür. Wir gucken's mal an. Was ist das noch gleich für ein Zettel? Ach, stimmt ja. Auf diesem Zettel hat mir Ben aufgezeichnet, wie der Kanonenrohrtrick funktioniert. Das ist so unfair. Sogar zeichnen kann er besser als ich. Das sollen wir also sein, ne? Das sind wir und was ist das? Das ist ein Pfropfen. Ah ja, hier steht auch hier ich. Ne? Und der Pfropfen wird vorne in das Kanonenrohr gesteckt. Nur so wird genug Druck aufgebaut, um mich hunderte von Metern in die Lüfte zu katapultieren. Au Mann, wie ich diesen Trick hasse. Kanone? Das Wichtigste ist ein stabiles Kanonenrohr. Dem Kanonier soll ja nichts passieren, wenn er mich in die Luft sprengt. Eine kleine Bombe oder etwas Schwarzpulver reicht schon aus. Einfach in die Kanone stopfen und anzünden. Der Rest wird schon. Das steht da wirklich. Der Rest wird schon. Das darf doch alles nicht wahr sein. Fallschirm? Dazu sagt uns also nichts mehr. Okay. Wir gehen hier mal raus. Okay, also das klingt nicht gerade gesund. Und, oh, wir haben hier noch ein Herd. Können wir den anlegen? Um ein Feuer zu entfachen, müsste er erst einmal offen sein. Leider ist die Klinke abgebrochen. Oh. Das ist zwecklos. Die Klinke ist abgebrochen. Hier ist noch so ein Dingens, eine Pfanne. Was haben wir hier? Wir haben hier Wäsche. Unsere Zirkuskleidung ist spuckeabweisend. Das ist sehr wichtig, gerade wenn man in größeren Städten auftritt. Okay, hier ist noch ein Loch. Das müsste bestimmt mal, aber das sollte jemand machen, der größer ist. Und kein Asthmatiker. Und jemand, der keine Angst davor hat, an einer Rußvergiftung zu sterben. Jemand anderes halt. Okay. Ach ja, das kaputte Ofenrohr. Komisch, wie man so funktioniert. Seit die Klinke abgebrochen ist, meckere ich nachts immer über die Kälte. Dabei habe ich ganz vergessen, wie ich vorher immer über den Rauch gemeckert habe. Wenn mein Arm doch nur länger wäre und dünner und zwei weitere Ellbogen hätte, dann könnte ich hineingreifen und den Ofen von innen öffnen. Also wir haben hier ein Herd und dort ist die Klinke kaputt und irgendwie müssen wir es aufkriegen. Aber wie? Haben wir etwas im Inventar? Vielleicht, ja, die Schaufel? Können wir die... Keine Chance. Ben hat bereits mehrfach versucht, den Ofen aufzubrechen und er ist viel stärker als ich. Wenn man nur irgendwie von innen rankäme. Von innen? Können wir vielleicht... Ich sollte das Ofenrohr nicht wahllos mit irgendwelchen Dingen verstopfen. Das letzte Mal hat der ganze Wohnwagen nach Rauch gestunken. Ich habe mich noch Monate später in den Schlaf gehustet. Okay. Vielleicht, gibt es... Haarnetz. Ob was uns vielleicht Spot helfen kann? Kann er hier reinkrabbeln? Das könnte tatsächlich klappen. Hey, Spot, ich brauche deine Hilfe. Wir müssen den Ofen aufbekommen. Meinst du schaffst das? Na dann mal los. Was für ein Tierquäler. Die arme Raupe! Nicht ganz übel. Aber wie clever muss man da schon sein, um darauf rauf zu, da drauf raufzukommen? Gut gemacht. Jetzt können wir wenigstens... Hier ist eine Schatulle drinne. Warum sollte ich pusten? Da ist kein Feuer im Ofen. Nur diese Schatulle. Ja, komm, wir nehmen sie. Haben wir sie jetzt im Inventar. Öffne sie mal. Noch sinnloser als aus dem Nähkästchen zu plaudern, ins Nähkästchen reinplaudern. Hey, das ist doch Bens Schatulle. Haben wir eventuell den Schlüssel? Ist der Schlüssel dafür? Ob das der Schlüssel zu Bens Schatulle ist? Ja, passt. Die Schatulle ist offen. Yay, wir haben... Guck mal, wir haben eine Karte. Es war eine Karte drin. Jetzt sollte ich mich eigentlich nicht mehr verlaufen. Nein, das ist keine Speisekarte. Sagte der Clown, aber niemand lachte. Oh Gott. Naja, okay, wir haben jetzt eine Karte und jetzt dürften wir uns wirklich nicht mehr im Wald verlaufen. Mal gucken.
Wir gehen jetzt wieder raus und mal gucken, ob wir jetzt eventuell uns nicht mehr verlaufen können. Muss ja jetzt klappen. Hä? Das ist die blinde Kuh ohne Augenbinde. Pass du mal auf, Junge. Okay. Vielleicht hat der Opa was für uns. Hallo, Opa. Ach, hallo, Ben. Drückt dir der Hut immer noch? Ich würde mich gerne im Herbstwald umgucken, aber ich verlaufe mich immer. Du willst spazieren gehen? Hast du Spot denn schon was zu trinken gegeben? Ja, Opa. Es ist alles erledigt. Na, dann hast du dir auch einen kleinen Spaziergang verdient. Aber gib Acht! Der Herbstwald ist groß und dicht, wie mein Bad. Man kann sich leicht darin verirren, ebenfalls wie in meinem Bad. Das habe ich schon gemerkt. Am besten du nimmst meinen Kamm, ich meine Kompass. Ach, wo habe ich ihn nur hingelegt? Ich weiß. Er liegt im Wohnwagen unter dem Bett. Prima, danke Opa. Unterm Bett war das, nicht wahr? Ja, unter dem Bett. Ich nasche nachts gerne noch einen Löffel. Hä? Du naschst davon? Vom Kompass? Ich weiß, dass es ungesund ist, aber in meinem Alter... Bist du dir sicher, dass du den Kompass meinst? Nicht vielleicht Kompott? Kompott? Was unterstellst du mir da? Hast du etwa in meinen Aufzeichnungen geschnüffelt? Und überhaupt, wenn ich so etwas planen würde, dann ginge dich das gar nichts an. So ein Kompott kann große Kreise ziehen. Ein Kompott, das große Kreise zieht? Ja. Also halte besser deine Nase daraus. Och, Opa, du meinst Komplott. Du planst ein Komplott. Ein Komplott? Wovon redest du nur? Ein Komplott muss man nicht groß planen. Ich habe gerade vorhin eines angelegt. Direkt hinter dem Wohnwagen. Das war ein Kompost. Unmöglich. Den Kompost habe ich doch immer bei mir. Den Kompost? Ja, er ist in meiner Hose. Da bin ich mir ganz sicher. Moment, hier ist er. Opa, das ist nicht der Kompost. Das ist der Kompass. Ja? Aber wo ist dann der Kompost? Kannst du mal bei mir unterm Bett nachsehen? Mach ich. Später. Erinnere mich einfach nochmal dran. Erst einmal gehe ich in den Herbstwald. Aber sei rechtzeitig zum Mittag wieder zurück. Hörst du? Nein, danke. Es gibt ja doch wieder nur Petroleumsuppe. Was war das? Och, nichts. Danke, Opa. Bis später. Kopf hoch, Ben. Nicht schnell wie weg. Okay. Ach, der gute Opa. Ich mag den. Der ist wirklich nett. So, jetzt dürfen wir uns aber wirklich nicht mehr verlaufen. Er wird von Tag zu Tag schwieriger. Er ist noch jung. Er hat seine Aufgabe in dieser Welt noch nicht gefunden. Er sollte erst einmal seine Aufgaben hier im Zirkus erledigen, bevor er sich neue sucht. Ach, übrigens, ich hasse euch. Euch beide. Ich wollte das nur loswerden. Lasst euch nicht weiter stören. Ben ist heute nicht gut drauf. Ach, halt den Rand, Opa. Halt einfach den Rand. Oh, und das ist also die Karte. Und, ich schätze mal, hier sind wir, der blaue Punkt. Der blaue Kreisel zeigt uns immer an, wo wir gerade sind. Und, ich schätze mal, wir müssen jetzt hier hin zum Ufer. Mal gucken. Huch, da sitzt ja jemand. Ein Fremder, was er hier wohl zu suchen hat? Guckt euch mal die Grafik hinten an. Der Fluss, die Berge, der Himmel. Das ist echt krass gemacht. Echt genial. Und, ja, wir haben hier einen See. Wir gucken mal. Wovon Nein, wir danke. Mich dürstet es nach ganz anderen Dingen. Nach einer sinnvollen Aufgabe zum Beispiel. Oder Respekt. Bevor wir den Bote ansprechen, würde ich sagen, wir gucken uns... Ich wasche meine Hände später. Irgendwie habe ich die Vermutung, dass ich sie mir heute noch öfter schmutzig machen muss. Das Wasser sieht ausgesprochen trübe aus. Halt nein, das ist nur mein Spiegelbild. Ja, das kennen wir ja schon. Haben wir hier noch irgendetwas? Oh, hier liegt ein Ast. Sicherlich brauchen wir den irgendwann noch. Haben wir noch etwas?
Hier, See haben wir geguckt und hier oben ist eine Insel. Ja, und das würde ich, da würde ich sagen, das machen wir in der nächsten Folge und mal gucken, was uns alles erwartet. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüssi!